So, Luku, Liara. Soll ich die Krogana hintergehen, damit ich Hilfe kriege? Das ist doch Kacke. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt, unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Krogana. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Mantelsabotage enthüllen. Ich habe eine Nachricht von... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Shepard, halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Achtung, ihr werdet angegriffen! So. Hau ab. Vorrücken! Sie dürfen nicht hier raufkommen! Hau ab, hab ich gesagt. Ja. Na, haust du ab. Es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Ja. Das ist genauso schlimm wie Caliban. Das waren noch nicht alle. Nö, ich weiß. Los. Hau ab, hab ich gesagt. Ich hasse diese Reaper. Da ist eine. Kann ich nicht abschießen da hinten? Na ja, gut, dann nicht. Wir haben es fast geschafft. Okay. Boah, das war knapp. Hopp, hab ich gesagt. Oh, Level 40. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Vermutlich. Endlich durchtränkt Reaper-Blut unseren Boden. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze! Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Zu welchem Clan gehören Sie? Wer sind Sie? Erdnot Reef. Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Reef und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Der Salarianer gehört zu mir. Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Das wirst du. Schluss jetzt! Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Also, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Organischer Boden.
Verstanden, Artemek. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard, Ende. Reef ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen, unzählige Tote, Herstellung der Genophage, Expansionsplan, problematisch. Die Ahnen? Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Die Kroganer haben es sich verdient. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle. Wollten Sie da etwas sagen? Ja, die Sabotage. Die Dalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit SDG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. Warum halten wir an? Rex, Sie und Mordin bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. Okay. Oh je. Was ist denn da los? Bewegung! Sehen Sie sich diesen Reaper an. Das ist wie das Ende der Welt da draußen. Ja. Oh Mann. Erstmal mitnehmen, Munition mitnehmen. Was haben wir hier? Granatdonner. Donnerwerfer. Kraldonnerwerfer. Und vergessen Sie nicht, sie zurückzubringen, wenn sie fertig sind. Nö. Kriegst du ja wieder. Immer ganz locker. Los, Shepard. Wir können nicht einfach so rumsitzen. Ja, nur warte mal. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Oh. Allein packen Sie den Reaper nicht, wir müssen dahin! Verdammt! Neue Straße bauen, egal, weiter jetzt! Wir finden einen anderen Weg. Da drüben ist ein Tunnel, vielleicht ein Fluchtweg. Dann mal los! Alle tot hier. Oh Mann, ey. Wieso kann ich mal was gut gehen? Und warum kann ich speichern? Oh, jetzt kann ich speichern.
Ruin. Rex, empfangen Sie das? Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenflicken kann. Okay. Reeves Truck hat's auch rausgeschafft. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Mhm. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. Okay. Naja, gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Ich mag ja so, eigentlich so Ruinen und so mag ich so ein bisschen. Wenn es denn hell ist. Wenn das Licht denn geht. Achso, da hätten wir auch runterspringen können. Aha, okay. Das hört sich alles gar nicht gut an. Ja, bloß nicht rennen, dann geht das Licht aus. Da kriegt man jetzt mit Angst zu tun. Na, ich will halt nicht nur hier raus. Okay, das war kein Erdbeben. Nö. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ein weiterer Grund, Ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Die Mutter aller Dreschlunde? Wissen, was Kalros die Mutter aller Dreschlunde ist? Ich glaube, das ist Kalros. Das da kriecht hier unten rum. Ohne Witz. Wenn sie dem Ding einen Namen gegeben haben, muss es schon was Besonderes sein. Oh ja. Aber wisst ihr, was wir damit machen können? Wir können das Vieh zu den Reaper locken. Ich habe eine Idee. Wir müssen das Vieh finden. Und dann locken wir es zu den Reapern. Dann können die beiden miteinander spielen. Aha. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Das sieht aus wie Krogane auf irgendwelchen Tieren. Aber was das da ist, keine Ahnung. Kann ich nicht erkennen. Ugh. Sieht mal wieder nach Rachni aus. Das waren bestimmt noch nicht alle. Rex, hier sind Rachni. Also aufpassen. Ich weiß. Ein paar haben uns schon angegriffen. Der Mantel ist jetzt wichtiger. Finden Sie uns schnell. Ja, toll. Finden Sie uns schnell. Machen wir erstmal das hier an. Endlich. Hier geht schon raus. Vorne ist Licht. Naja, ob das so toll ist? Früher hätte ich hier gerne etwas Zeit mit dem Studium der Ruinen verbracht. Da fragt man sich, was aus den Kroganern wohl geworden wäre, wenn sie den Laden nicht gesprengt hätten. Das stimmt wohl. Aber das habe ich mich schon häufiger gefragt, was aus den Kroganern geworden wäre, wenn... Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und die Farbe grün. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Wir sind dabei. Erstaunlich. Ich würde gerne Man wissen, muss wie wir das mit dem Reaper machen, wie sobald wir von der kroganischen Kultur einfach verloren gegangen ist. Tja. Vielleicht hat Iva Bewegung voraus. Jetzt geht's wieder los. So, okay. Ich dachte, die erzählen noch was, deswegen war ich kurz noch ruhig. Weil die Jahre wurde ja auch unterbrochen. Ich dachte, da kommt noch was, aber na gut. Dann wohl eher nicht. War das eine Granate? Nee. Los, stirb.
Stirb du. Vieh. Oh, gehen wir mal auf die andere Seite. Nur weil es einfach besser ist. Wie? Was bist du denn für ein dreckiges kleine Vieh? Was steht da unten? Umschalttaste gedrückt halten, um erste Hilfe der Gruppe zu benutzen. Und die ist schon wieder tot. Okay, die machen wir mal weg. Mini-Biester. Einsatzgebiet genau beobachten! Kein Ort, wo man in einem. Noch ein Beben! Ich würde sagen, Kairos ist ganz schön real. Ja. Scheiße. Wachsam bleiben. Nein, nicht scheiße. Gut. Wie gesagt, die können wir gegen die Reaper vielleicht aufhetzen. Ich meine, wenn das ihr Heimatplanet hier ist, von den Dreschlunden, dann, muss sie halt auch was tun. Um die Reaper aufzuhalten. Hier war doch gerade noch so ein kleines Vieh. Wo sind das hin? Na ja, gut. Scheinbar nicht mehr da. Das ist aber eine helle Sonne. Oh. Okay. Und hüpf. Es ist noch nicht vorbei. Nö. Jupp. Ich hasse sie. So. Jetzt sind die schon mal tot. Ja, ich bremse noch ein bisschen. Pyromane. Ah. Das war zu spät. Du lebst noch. Einer von den Großen. Und er hat ein paar Freunde mitgebracht. Lass mir die Kleinen wegmachen. Feuer unterm Hintern. Bloß in Ruhe. Was will der bloß immer von Diara direkt? Los, hallo. Ich glaube, das war's. Moment. Ja, Schweinchen Dick ist ja tot. Pff. Zumindest klingt es so, wie er rumgrunzt. Rex, Sie hatten recht mit Kairos. Sie ist unterwegs. Hä? Was ist los? Genau. Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Oh, meine Kraft ist zu Ende. Vor uns ist eine Brücke. Wenn Sie die finden, sammeln wir sie dort auf. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Wozu denn? Hopp. Hopp, hab ich gesagt. Ich hasse diese Viecher. So. Los, stirb. Okay. Und die sind weg. Ist einer auch tot? Nee. Aber jetzt. Mir irgendwo noch so kleine Viecher rumgammeln. Ja. Was macht der denn da hinten? Ich hasse diese Typen. Ja, dann hör auf mit denen zu tanzen. Und dann bringen sie um. Hier war doch irgendwo noch so ein kleines Vieh. Ich hab's doch gehört. Okay, scheinbar nicht. Na gut. Shepard, wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann Moment. Kairos! Rex! Abbrechen, wir verschwinden. Territorialinstinkt bestätigt. Sie kriegt uns nicht. Habt ihr gesehen, wie groß das Vieh war?
Alter. Schawotzki. Uiuiui. Wir versuchen, das Ding abzuschütteln, um sie zu finden. Der Schlund kommt näher. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Metall im Truck ist ausgezeichnete Eisenquelle für Speiseplan des Schlunds. Ich frage mich, wo wir jetzt... Jetzt bin ich irgendwie froh, dass wir nicht in dem Truck sind. Ah, sehr schön. Der Planet ist eine einzige riesige Todes... Verdammt. Die Kroganer haben diesen Ort ja übel zugerichtet. Ja. Ich kann verstehen, warum Rex einen neuen Planeten will. Die können auch den hier wieder aufbauen, mein Gott. Dann müssen sie halt mal ein bisschen arbeiten statt töten. Achtung, sie kommen zurück! Ich sehe sie! Ist ja nun mal so. Wenn was kaputt macht, muss sie doch wieder heile machen. Yara, geh mal weg da. Was machst du denn da? Für den Nuss. Hauptsache ein Wichtig. Rex fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Ja, ja. Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Anstrengend, aber unterhaltsam. Kalkus ist ziemlich hartnäckig. Reeves, bleib dran. Oh. Stirb. Okay. Oh oh. Ach, hau ab. Drecksviecher. Ah. Eat this. Wo ist er denn? Ah, toll. Munition alle. Munition alle ist kacke. Oh. Ich hoffe, dass wir hier noch irgendwo Munition haben. Hier noch was? Munition? Hm. Dö. Naja, vielleicht weiter vorne. Ich hoffe es. Da-da-da-da-dam. Munition, da liegt welche. Okay, nachladen. Da liegt auch noch welche. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wo sollen wir denn lang? Hier lang? Shepard, ja, wir haben sieht gut aus. Fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. Ja, warte. Gleich. Ich will auch eben hier auf der anderen Seite schauen. Was haben wir hier noch? Sturmgewehr, Laufverlängerung. Okay.